Der Krieg ist in seiner letzten Phase. Die Rote Armee steht kurz vor der ehemaligen Reichsgrenze. In den Morgenstunden des 8. November 1944 überfliegen 5 Männer die Front. Ihr Ziel liegt auf polnischem Gebiet, weit hinter den feindlichen Linien, am Fuße der Beskiden. Sie haben einen Auftrag auszuführen, den nur 2 von ihnen kennen. Georg, ein deutscher Kommunist, seit 1939 in der Sowjetunion lebend, und Boris, Oberleutnant der sowjetischen Aufklärung, Student für Maschinenbau aus dem Kaukasus. Dem Kommando gehören noch an Hauptmann Ernst, vor 12 Monaten mit den Resten seines zerschlagenen Bataillons übergelaufen, der Benjamin der Gruppe Heiner, ehemaliger Hitlerjunge und Pioniergefreiter, bei Kaluga in Gefangenschaft geraten, und der Pole Janek, der als Partisan in der Gegend von Lublin kämpfte. Bevor die Maschine ihr Ziel erreicht, wird sie beschossen. Die 5 Männer müssen über unbekanntem Gebiet abspringen. Georg wird dabei schwer verwundet und verliert die Verbindung zu seinen Freunden. So scheint der Geheimauftrag schon vor seinem Beginn gescheitert. Sprechen Sie mit ihm. Ich halte mich im Hintergrund. Sie haben mir den Arm aus der Schulter gedreht. Los. Bewegen Sie den Arm. Langsam. Scheint gut zu sein. Danke. Leider nur Quellwasser. Danke. Warum haben Sie mich überfallen? Wir haben Sie gerettet. Sie waren in Gefahr. Sie waren in höchster Gefahr. Wo bin ich?
In Sicherheit. Zurzeit in Sicherheit. Von mir erfahren Sie nichts. Gar nichts. Seit Stunden schneit das schon. Was glaubst du, wo wir sind? Über die Eifel sind wir weg. Der Zeit nach müssen wir schon bald in den Ardennen sein. Panzerkräfte zu rechnen. Alles in Stellung gehen! So rund um Verteidigung! Wir wissen genug von Ihnen. Sie brauchen uns nichts zu sagen. Dies war Ihr erster Funkspruch. Major Zirgiebel von der Abwehrstelle in Bochnia ist Schlüssel zur Aktion in Wieliczka. Und dies Ihr zweiter. Aktion Wieliczka hat begonnen, Leitung SS, komme wieder 120, neuer Ruf SPL. Können Sie sich noch erinnern, mit wem Sie mich verbunden hatten? Reinhardt? Warten Sie mal. Es waren zwei Orte mit... Ja, ich glaube, beide mit W. Moment, Wieliczka. Und? Das andere W? Warowitz. Sagen Ihnen diese beiden Orte etwas? Nee, nicht, dass ich wüsste. Übrigens, wenn wir schon vertraulich davon sprechen, und ich darf Sie hierbei an Ihren Dienstleiter erinnern, Renate, passen Sie auf, ganz unverbindlich und unauffällig, ob Sie bei Ihren Mädels oder in einer anderen Gruppe Ihrer Abteilung diese beiden Ortsangaben. Diese flüchtig hingeworfene Bemerkung lässt mich vermuten, dass er vorhatte, mit Ihnen etwas zu besprechen, was für uns, das heißt für meine Dienststelle, von größter Wichtigkeit ist. Und? Mehr hatte er es denn nicht getan? Ich wüsste nicht, was Sie meinen, Standartenführer. Sie unterstehen nur mir. Nur mir sind Sie verantwortlich. Sonst niemandem. Sie haben Ihr Ruf- und Erkennungszeichen von ROL auf SPL umgestellt. Sie haben Ihre Rufe so einfach verschlüsselt, dass es nur weniger Anstrengung bedurfte, sie zu deuten. Ihre Rufe sind Nachrichten und Warnungen. Es kann sein. Es kann sein, dass Ihre Nachricht auch für uns Gültigkeit, sogar große Bedeutung hat. Klivia ließ mir ausrichten, dass deine Versetzung zur Heeresgruppe A eingeleitet ist. Du trittst mit der Gruppe, die du warnen und verständigen sollst, nur durch Funkkontakt in Verbindung. Weiter nichts. Neue Anweisung erhältst du von mir oder über Klivia auf dem üblichen Weg. Wer ist Klivia? Ich weiß es nicht. Ich will es auch nicht wissen. Es ist die einzige Verbindung, die ich noch habe und die der Rest der Gruppe zu mir noch hat. Die Leute, die ich warnen und benachrichtigen soll, sind Kommunisten? Es ist eine internationale Widerstandsgruppe mit weit verzweigten Verästelungen und einem komplizierten Organisationssystem. Sie zieht sich wahrscheinlich durch das ganze oberschlesische Industriegebiet. Mehr weiß ich nicht. Mehr brauchst auch du nicht zu wissen, denn du wirst persönlich mit ihnen niemals in Berührung kommen. Gut. Angst? Wenn du Angst hast, lass es sein, Renate. Wir suchen dann nach einer anderen Lösung. Angst habe ich nicht, Klaus. Habe ich noch nie gehabt, das weißt du.
Aber? Ich möchte am Leben bleiben. Und ich möchte, dass du am Leben bleibst. Und weil wir wollen, dass noch viele Menschen am Leben bleiben, machen wir weiter. Ich werde mit meinem Geschwader nach Oberitalien verlegt. Versuche aber gleich nächste Woche, dich über die Dienstleitung anzurufen. Möglich, dass ich demnächst noch einige Male nach Dessau zu Jungas muss, wegen der einzufliegenden Maschinen. Und wenn es mit meiner geplanten Versetzung klappt, sehen wir uns spätestens 3 Monaten. Vergiss nie, Renate. Solltest du jemals entdeckt, überrascht, belauscht oder verraten werden, sage kein Wort. Nicht eines. Es ist das einfachste und auch das sicherste Mittel, nichts und niemand zu verraten. Gut. Ihr Schweigen ehrt sie. Sie haben einen Auftrag und sie schweigen darüber. Akzeptiert. Aber sie verraten nichts und niemanden, wenn sie uns Hinweise geben, die wir dringend brauchen. Was versteht man unter der Aktion Wilitschka? Sage kein Wort, nicht eines, bleib dabei. Es ist das einfachste und auch das sicherste Mittel, nichts und niemanden zu verraten. Geben Sie sich keine Mühe, Herr Hauptmann. Von mir erfahren Sie kein Wort. Sie wurden ausgemacht und angepeilt. Als Sie gerade Ihren zweiten Funkspruch nach 120 Minuten wiederholen wollten, wurde der Wald von Biskupice bis zur Höhe 431 umstellt und durchkämmt. Sie konnten wir gerade noch rechtzeitig aus der Klammer befreien. Ihr Funkgerät aber ist so gut wie sicher in die Hände von Zirgibl und Frenzel geraten. Mein Funkgerät ist hier in diesem Raum. Der junge Gefreite hat es seitwärts hinter mich gelegt. Das Notizbuch mit dem Code daneben. Die dritte Person in dieser Höhle, die sich im Hintergrund verborgen hält, hat das Büchlein durchgeblättert und wieder hingelegt. Der Gefreite hat soeben alles mit der Zwangsjacke, mit deren Hilfe sie mich wehrlos machten, zugedeckt. Donnerwetter! Kommt nicht so eng beisammen! Wenn eine Granate einschlägt, erwischt es euch alle auf einmal! Mehr auseinanderziehen! Verteilt euch! Was jetzt, Georg? Wenn wir den Amerikanern in die Hände fallen, wird es schwer sein zu fliehen. Bis es zum Kampf kommt, müssen wir weg sein. Wenn einem von uns etwas zustößt oder wenn wir auseinandergerissen werden, muss jeder versuchen, sich einzeln nach Wilitschka durchzuschlagen. Boris und die anderen müssen wissen, dass die Spur über eine Schwester von Sinskis führt. Diese Frau muss gefunden werden. Es liegt jetzt allein in unserer Hand, Janik. Ob wir noch eine Chance haben, unseren Auftrag zu erfüllen und die Lage des Archivs auszumachen. Aber Sie müssen es finden, egal wo es ist. Ob in Erde, unter Wasser, in Luft. Sie müssen das Objekt finden und Sie werden dort eindringen. Gibt es Details, Genosse Bekomik? Nicht eines, Genosse Georg. Sie müssen alles selbst erkunden. Überall, wo die Faschisten zurückgeschlagen wurden, haben sie Ungeziefer in unserem Pelz hinterlassen. Sogenannte Residenten. Das sind Leiter von kleineren und mittleren Agententrupps, die genau vorbezeichnete Aufgaben haben und bestens mit Lebensmittelvorräten, Waffen und Funkgeräten ausgerüstet sind. Zum Teil sind sie mit fiktiven Dokumenten als Kommandeure der Roten Armee getarnt und in einem dichten Netz über vormals okkupierten Gebieten verstreut. Was sind das für Menschen? Verräter und Kollaborateure? Tja, die Deutschen setzen für diese Zwecke nicht nur Agenten ein, die speziell in Spionageschulen ausgebildet wurden, sondern auch Spitzel von Polizei und Sicherheitsdienst, die den Faschisten in besetzten Gebieten bei Neuordnung geholfen hatten. Welche Aufgaben haben diese Agententrupps? Alle militärischen Informationen sammeln und durchgeben.
Standorte und Bezeichnungen militärischer Einheiten, Lage der Stäbe, Standorte der Batterien, Anzahl der Flugplätze, der Panzer, Flak- und Panzerabwehrgeschütze. Besondere Aufmerksamkeit richten Sie auf Geschosswerfer. Sie haben Auftrag, Sprengladungen anbringen, Brücken und Eisenbahnanlagen in Luft jagen, Verbindungen zerstören und Offiziere erschießen. Viele solcher Trupps sind von uns schon aufgegriffen und unschädlich gemacht worden, die solche und ähnliche Aufgaben hatten. Und was befindet sich in dem Objekt, das wir finden sollen? Vollständige Registratur von Agiententrupps für Bereiche Ukraine, Mittel- und Südpolen und Ungarn. Wieder zwei Stunden vorbei. Funkstille auf der Frequenz 3248 Kilohertz. Und daneben? Nichts, Herr Major. Ich habe mit meiner Kompanie zweimal das Waldstück durchkämmt, einschließlich Schlucht und Höhe 431. Ohne Ergebnis. Lass uns sammeln und rücken Sie ab in die Quartiere. Jawohl, Herr Major. Von Ihren Leuten Doppelposten als Streife ein, die von der Straße aus die verschiedenen Waldsegmente im Auge behalten. Jawohl, Herr Major! Mehr können wir im Augenblick nicht tun. Die Funker und die Peilwagen bleiben auf Empfang bis zum Morgengrauen. Sie machen mir da Meldung, Franzl. Aber wenn nichts Außergewöhnliches passiert, bitte nicht vor 10 Uhr. Sie stehen unter Zeitdruck. Es würde zumindest registriert, wenn ich nicht rechtzeitig zurück wäre. Wo müssen Sie hin? Wo bin ich? Wo können wir Sie hinbringen? Ich habe ein Fahrrad bei Siaza versteckt. Von dort komme ich alleine weiter. Wir müssen Ihnen die Augen verbinden. Bitte. Das brauche ich dringend selbst. Meinen Sie nicht, dass unser Vertrauen zu Ihnen einen Gegenbeweis Ihrerseits erfordert? Wenn Sie diejenigen sind, als die Sie von mir angesehen werden wollen, werden Sie sich ohne Bedingungen meinen Wünschen fügen. Zu Kontakt und Zusammenarbeit ist dann immer noch Zeit. Nach den nächsten Einschlägen renne ich los bis zum LKW. Du gibst mir Flankenschutz. Sobald der Motor läuft, springst du auf und wir fahren los. Richtig. Und in der nächsten Schneewehe bleiben wir stecken und sie haben uns. Tapfer, aber falsch. Wie wollen wir denn sonst aus dieser Falle raus, bevor sie zuklappt? Ohne Marschpapiere kommen wir keinen Kilometer. Die Feldgendarmerie riegelt das ganze Frontgebiet ab. Wie ein Sieb. Alles, was nach hinten durchsickert, bleibt drin hängen. Papiere gibt es hier genug. Irrtum. Niemand hat welche. Sie haben sie allen abgenommen. Genauso wie uns. Irrtum. Der da hat bestimmt welche. Gehen Sie in Abständen in Stellung und schießen Sie die Panzerfäuste erst ab, wenn der Panzer auf gute Sichtweite vor Ihnen ist. Unteroffizier, Sie sind mir verantwortlich für alle, die vom LKW bis zur Hausecke in Stellung gegangen sind. Klar. Jawohl, Herr Oberleutnant. Wenn Fragen sind, auf dem Rückweg zum Gefechtsstand komme ich noch mal vorbei. Wenn du seine Papiere hättest, könntest du bis nach Berlin. Unter Linden. Und du? Deine Ordonnanz. Ich trage Koffer. Psst. Er kommt zurück. Du gehst dort im Hauseingang in Stellung. Ich halte ihn auf und komme mit ihm ins Haus.
Die nächsten 5 Minuten wird ihn niemand vermissen. Herr Oberleutnant! Unteroffizier, ich glaube, man hat von oben bessere Sicht. Sollten wir nicht mit einem MG und 2 Panzerbüchsen auf dem Dach in Stellung gehen? Sie haben recht. Wir gehen mal rauf. Blinder Alarm, Herr Oberleutnant. Wir sind von den eigenen Leuten behagt worden. Es waren versprengte Teile der 12. Panzerdivision. Da haben wir aber Glück gehabt. Ja. Sammeln Sie Ihre Leute, Unteroffizier. Jawohl. Alles aufsitzen! Fertig zur Abfahrt! Verpasst. Nun können Sie die Binde abnehmen. Darf ich jetzt fragen, wo wir sind? 500 Meter vor Ortsangang Serzan. Noch 200 Meter, dann halten Sie bitte rechts am Wald. Möglich, dass es nötig, vielleicht sogar lebenswichtig ist, Ihre Freunde zu warnen. Mein Rat ist aber genauso lebenswichtig für Sie persönlich, mein Fräulein. Senden Sie nicht in den nächsten Stunden und Tagen. Das wird nicht zu umgehen sein. Dann gefälligst nicht hier in der Nähe. Und nicht auf Ihrer alten Frequenz von 3248 Kilohertz. Sie sind bereits geortet. Kaum legen Sie den Finger auf die Mausetaste, werden Sie von Zirrgiebel gefressen wie die Maus von der Katze. Ich weiß nicht, gnädigst, aus welcher Genestorie Sie stammen und welche Laune Sie getrieben haben, mag Ihr Leben aufs Spiel zu setzen. Denken Sie aber bitte daran, dass es nie Ihr Leben allein ist, das Sie in Gefahr bringen. Und merken Sie sich eins für die fernere Zukunft. Ein Funkgerät ist kein Spielzeug. Und ein Menschenleben ist kein Chip am Roulette von Monte Carlo. Wir sind nicht lange gefahren. Ihr Schlupfwinkel befindet sich also nicht weit von hier. Es dürfte Ihnen demnach nicht viel ausmachen, alle 24 Stunden jemand hier an diese Stelle zu schicken. Unverbindlich. Ob wir uns wiedersehen, hängt von den Umständen ab. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Sei zu uns Schrippen holen beim Bäcker an der Ecke. Quatschkopf. Warum kommst du denn so spät? Pieper ist mit Zirrgiebel schon vor Stunden zurückgekommen. Der Chef hat mal wieder richtig in die Kacke gegriffen. Voll rein. Milde Gehorsamst, Herr Oberst, mal wieder voll in die Exkremente gelangt. Da gibt's mal wieder ins Offendez vor den Chef. Und der gibt's weiter an Frenzeln. Und der gibt's weiter an den armen, kleinen Henselmann. Lieber weg sonst wo. Als hier in diesen Abwehrmist und Spionagedreck. Na klar, die Wurst haben sie aufgefressen. Die gefärbte Marmelade haben sie vor einem ollen, doofen Henselmann stehen gelassen. Ich sag ja, die Kameraden sind alle bei Stalingrad gefallen. Gibt keine mehr. Lieber weg sonst wo. Und wenn da eine Front wäre. Thank you.
hoffnungslos verfranst. Ich vermute, vor uns ist niemand mehr. Die Front wird wohl mehr dort sein. Wenn überhaupt noch eine HKL da ist, scheint doch alles in Bewegung. Kettenfahrzeuge! Ami-Panzer! Kommen Sie! Männer, es ist nötig, einen Spähtrupp loszuschicken. Ich brauche Freiwillige. Es ist nicht gefährlich. Nur Geländeorientierung. Auch dabei kannst du dir einen Schnupfen holen. Ohne mich. Nur zwei Mann brauche ich. Es ist mir lieber, Sie melden sich freiwillig, als dass ich welche bestimmen muss. Gut. Wer noch? In Ordnung, Männer. Unteroffizier, wählen Sie sich einen von den Freiwilligen aus. Mach dich fertig, Alter. Warum haben Sie keinen von den Jüngeren genommen? Die Jungen sind zwar mutig, aber die Alten haben Erfahrung. Sie müssen sich nach Kompass orientieren. Hier, zwischen dem Waldstück und den einzelnen Häusern, soll der Divisionsstab liegen. Dort haben wir uns zu melden. Um offen zu sein, Unteroffizier, der Frontverlauf ist ungewiss. Möglich, dass die HKL hier sogar durchlöchert ist. Kick mal. Hat noch nie die Klappe aufgekriegt. Noch nie ein Wort gesagt, der Alte. Und auf einmal entpuppt er sie als Heldenfigur. Hast wohl Brustschmerzen auf deine ollen Tage, wa? Väterchen. Nee. Halsschmerzen. Sie geben beide vorsichtshalber Soldbuch und andere schriftlichen Erkennungszeichen beim Oberleutnant ab. Dazu können Sie sich die nächsthöhere Stufe erwerben, Unteroffizier. Wenn Sie den Auftrag befehlsgemäß und zufriedenstellend ausführen. Verstanden? Jawohl, Herr Oberst. Kamerad in Wiesner. Obersturmbannführer. Wie haben Sie sich eingelebt bei uns? Gut, Obersturmbannführer. In spätestens 2 Stunden ist die Vermittlungsstelle voll betriebsfertig. Ah, lobenswert. Sollte es Ihnen entgangen sein, so formuliere ich noch mal deutlich, Sie gehören zu meinem persönlichen Stab. Das ist mir nicht entgangen, Obersturmbannführer. Dann gilt in Zukunft auch dies für Sie. Für alle Angehörigen des Stabes, Offiziere und Mannschaften besteht ab sofort bedingungslose Ausgangssperre und so weiter und so fort.
Jeder Angehörige des Stabes hat sich uneingeschränkt zur ständigen Verfügung zu halten. Ich begreife, Obersturm, mein Führer. Aber ich verstehe nicht, warum Sie mir... Ich habe Sie gestern Abend suchen lassen. Sie waren nicht auffindbar. Ich hatte einige meiner Sachen beim Umzug vergessen und musste noch mal zurück zur Burg. Was jetzt? Erstmal weg. Auftrag haben wir und sind gedeckt. Wir können uns auch verlaufen haben. Und was sagst du den Amerikanern, denen wir in die Arme oder in die Gewehre laufen? Alles, was wir bisher über den Krieg in den Ardennen wissen, deutet darauf hin, dass sich einzelne Amerikaner nicht wie wir im Wald herumdrücken. Noch dazu bei so einem Sauwetter. Die treten nur in Rudeln auf. Und dann motorisiert. Aber wir gehen ihnen doch entgegen. Nein, wir suchen den Divisionsgefechtsstand. Was dort? Dort gehst du zum General und sagst: Entschuldigen Sie, Herr General, wir sind sowjetische Kundschafter und brauchen Reisepapiere nach Krakau. Und wir unterwegs noch zwei Würste und ein Brot, damit wir nicht verhungern. Dort gibt es Tross, Papiere, Formulare, Stempel. Was geht hier vor? Das geht Sie nicht an. Hauen Sie ab, aber schnell. In einer Stunde ist der Ami da. Na, hauen Sie ab, habe ich gesagt. Zum letzten Mal, verschwinden Sie. Nicht eher, bis ich meinen Befehl ausgeführt habe. Wo liegt die 16. Volksgrenadierdivision? Mann, die gibt's nicht mehr seit heute Nacht. Der Rest des Stabes hat Befehl, nach Warschau zu verlegen. Wir sind die letzte Nachhut. Na, nun nimm endlich deine Flinte weg und hau ab, Mann. Siehst du nicht, wen du vor dir hast? Ich sehe es. Marodeure. Messer fallen lassen. Hoch die Hände. Zum letzten Mal. Such dir schon mal einen Ast aus, mein Junge. Ausweisen.
Oberfeldwebel Hagen, Unteroffizier Moll. Feldgendarme Rietrop 608, 12. Armeekorps. Marschbefehl nach Warschau. Auf den Tisch legen. Zurücktreten. Und nun zu dir, Bürschchen. Das war, das fällt in meine Abteilung. Ach was, mach Schluss, keine Umstände, wir müssen weg. Vermittlung noch im Bau. Kann nicht verbinden. Auch nicht nötig, Kameradin Wiesner. Habe Sie an Ihrer Stimme erkannt. Hier ist Albatros 1. Renate? Renate? Ja? Standartenführer? Wann können wir uns mal sehen? Geht leider nicht, Standartenführer. Muss mich hier zur stetigen Verfügung halten. Dann muss ich Sie eben bei Flint freiboxen. Dann passt es Ihnen denn. Habe gestern Abend schon laufend versucht, Sie zu erreichen. Na, leider vergebens. Sie war nicht auffindbar. Wo hatten Sie sich denn versteckt? Hallo, Renate? Renate? BMW. Das können nur unsere sein. Kein Wort. Wo ist der Divisionsstab? Ihr 16. Kamerad. Nein. Haben Sie zwei einzelne Soldaten auf dem Weg getroffen? Hol mir die Wiesner und bring mir gleich ein Adjo mit. Ja.
Das sind die Unterlagen von Standartenführer Haug über die Bandenlage in unserem Einsatzraum. Hier, warte. Das ist eine kleine Frage für Sie. Ordnen Sie das nach den für uns wichtigen Gesichtspunkten und machen Sie mir ein übersichtliches grafisches Schema, nach dem unsere Gruppe operieren kann. Bis wann, Obersturmbannführer? Nehmen Sie, wen Sie brauchen. Arbeiten Sie durch, ohne Pause. Vorlage spätestens morgen Vormittag, 10 Uhr. Was jetzt kommt, empfehle ich der dringlichen Aufmerksamkeit aller. Außerordentliche und hellsichtige Achtsamkeit, gepaart mit klugem Spursinn, erwarte ich von Ihnen, Kameraden Wiesner. Im Verhältnis Abwehr Zirgiebel zur Dienststelle Haug gibt es Widersprüche, die vorläufig schlecht erklärbar sind. In dieser Gegend ist vor kurzer Zeit eine Gruppe abgesprungen, über deren Aufgabe und Verbleib keine Klarheit herrscht. Die Zusammensetzung dieser Gruppe ist nicht bekannt. Aber es ist gewiss, dass deutsche Wehrmachtsangehörige dabei sind. Die Nachrichten über diese Gruppe verkleckern, versickern, versanden. Frage 1. Warum landet eine Routineangelegenheit der Abwehr beim Stab Haug? Frage 2. Warum interessiert sich Haug für diese Gruppe, aber nur in einem bestimmten Distanzverhältnis? Frage 3. Major Zirgiebel und Hauptmann Frenzel erhielten, wie auch immer, Kenntnis über die Installierung unserer Arbeitsgruppe. Haben Sie unrechtmäßigen Gebrauch von dieser Kenntnis gemacht, worauf der ominöse Funkspruch hinweist, Major Zirgiebel und so weiter ist Schlüssel zu Aktion Wilitschka? Frage 4. Was bedeutet für Zirgiebel, für die abgesprungene Gruppe, für Standartenführer Haug oder für alle drei? Das Städtchen Wadowitz. Bei allem, worauf Sie im Zusammenhang mit diesen Fragen stoßen, stecken Sie Fähnchen. Für Sie bedeutet das, in alle Gespräche reinzuhören, die von der Abwehrstelle Zirgiebels in Bochnia mit dem OK der Heeresgruppe oder mit Standartenführer Haug geführt werden. Bei Ihnen wichtig erscheinenden Passagen sofort umschalten. Zu mir oder Obersturmführer Bade. Sind wir beide verhindert, machen Sie Notizen. Zur baldigsten möglichen Vorlage außer der Reihe. Begriffen, Mel? Begriffen schon, Obersturmbannführer, nur eine solche Aufgabe ist neu für mich. Mag sie auch neu sein. Für ein kluges Mädel wie Sie ist sie lösbar. Und damit keine moralischen Bedenken bei Ihnen auftreten, das ist keine Schnüffelei. Das ist wichtiger Kontrolldienst im Auftrage des Führers, um früh genug sich bildende Krankheitsherde ausbrennen zu können. Das war's. Morgen Nachmittag ist diese wichtige Besprechung im Oberkommando der Heeresgruppe. Bis dahin will ich etwas klüger sein als jetzt. Vor allem um Fakten, die nicht in diesen Akten stehen. Oberfeldwebel Hagen und Unteroffizier Moll. Feldgendarmerietrupp 608, 12. Armeekorps, Marschbefehl nach Warschau, 16. Volksgrenadierdivision. Sind Teile meiner Einheit schon durch, Herr Oberleutnant? Ja, ungefähr vor 2,5 Stunden. 2 Pkw, ein Bus und 3 5-Tonner Henschel. Wenn du auf die Tube drückst, hast du sie mit deiner schnellen Maschine noch vor Bretzel eingeholt. Bis dahin ist es dunkel. Da erkennst du keine graue Maus mehr auf der Autobahn. Der Transportleiter sagte, dass Sie in einer Breslauer Kaserne übernachten wollten, ehe Sie morgen nach Warschau weiterfahren. Wenigstens ein Lichtblick. Danke, Herr Oberleutnant. Führer Bade. Jawohl.
In dieser Gegend ist vor kurzer Zeit eine Gruppe abgesprungen, über deren Aufgabe und Verbleib keine Klarheit herrscht. Die Zusammensetzung dieser Gruppe ist nicht bekannt, aber es ist gewiss, dass deutsche Wehrmachtsangehörige dabei sind. Die Nachrichten über diese Gruppe verkleckern, versickern, versanden. Ich weiß nicht, Gnädigster, aus welcher Jeunesse Dorée Sie stammen und welche Laune Sie getrieben haben, mag Ihr Leben aufs Spiel zu setzen. Es sind nicht viele, die diesen Hitlerleuten die Stirn bieten. Aber es sind die Besten aus unserem Volk, das ist gewiss. Welchen unterschiedlichen Schichten sie auch entstammen. Ich kann dir weder zu noch abraten, Renate. Ich will es auch nicht. Ich habe dich zu selbstständigem Denken und Handeln erzogen. Entscheide selbst. Nur eines wisse, du bist das Liebste, was ich seit Mutters Tod besitze. Wenn du diesen folgenschweren Schritt tust, bringst du dein Leben in Gefahr. Denken Sie bitte daran, dass es nie Ihr Leben allein ist, das Sie in Gefahr bringen. Du bist in Ihrer Partei, Vater. Schwer genug kommt es mich an, aber ich verschaffe mir dadurch einen gewissen Spielraum. In der Schule, bei den Kindern. Eine Art Gegengewicht. Erhaltung von humanistischen Werten, Pflege von Traditionen, Anregungen zu Vergleichen und selbstständigem kritischen Denken. Wie schwer dieses Gegengewicht wiegt, wird sich allerdings erst später erweisen. Wie wirst du dich entscheiden? Ich habe mich bereits entschieden, Vater. Ich bin schon mittendrin. Nur, was ich bisher tat, hat mich weder ausgefüllt noch befriedigt. Es war weniger als zu geben oder zu tun, ich gewillt war. Und jetzt? Was soll sich ändern? Was ich jetzt tun soll, wird mich im Ganzen fordern, total. Ich verstehe. Klaus, es ist gefährlich, was wir tun. Viele haben sie schon getötet. Es ist Krieg, Renate. Wenn schon gestorben werden muss, dann für eine gute Sache. Albatros 1. Hier ist Bussard 5. Entschuldigen Sie bitte, Standartenführer. Wir wurden heute Mittag getrennt. Die Leitung nach Krakau stand noch nicht. Umso angenehmer, dass Sie mich jetzt anläuten. Na, wie sieht es aus? Für wann soll ich Sie bei Flint freiboxen? Für heute Abend, Standartenführer. 20 Uhr. So. Zwei Mann Warschau. Zwei Mann je einmal. Zwei Mann je zweimal. Bis Warschau kannst du hinspucken. Ich darf euch nur für einen Tag ausgeben. Sei nicht so hartleibig. Wir sind seit 48 Stunden auf den Rädern, ununterbrochen. Hier in Breslau übernachten wir und fahren erst morgen weiter. Mann, wo ihr auch überall eine Braut habt, wäre neidenswert. Naja. So. Danke, Svol. Kanister ebenfalls. Ab hier geht es ohne gültige Marschpapiere. Aber hoffentlich mit Glück. Wie weit noch? 238 Kilometer bis Krakau. Wenn wir nicht angehalten werden, 3 bis 4 Stunden. Und wenn wir angehalten werden? Dann hältst du den Schnabel, Unteroffizier Moll. Du sprichst nur, wenn ich dich auffordere. Du hast wieder starke Halsschmerzen. Jawohl, Oberfeldwebelhagen. Hauk hat mich gebeten, ihm heute Abend ein Rendezvous mit Ihnen zu gestatten. Ich möchte wissen, und das möglichst konkret, was verbindet Sie mit dem Standartenführer? Ich erlaube Ihnen selbstverständlich, Details auszuklammern. Wenn Sie damit wissen wollen, ob ich mit dem Standartenführer ins Bett gehe, so muss ich die Frage verneinen. Ebenso wenig, wie ich es jemals mit Ihnen tun würde. Was das Erste anbetrifft, bin ich geneigt, Ihnen zu glauben. Im zweiten Fall allerdings möchte ich bemerken, dass wir beide sicher nicht die Gabe haben, die Zukunft zu sehen. Ich habe übrigens nichts gegen ein Tete-a-Tete mit Herrn Hauk. Sie sind ein attraktives Mädel, Kameradin Wiesner.
Keine falsche Bescheidenheit. Ich bemerke es an der Art, wie mein gesamter Stab die Lefzen verzieht, wenn Sie irgendwo auftauchen. Kurz und gut, ich habe Ihr Einverständnis vorausgesetzt. Der Standartenführer holt Sie heute Abend, 20 Uhr hier ab. Sie wissen, was das heißt? Wenig sagen, viel hören. Ich konstatiere, wir sind auf dem Wege, uns bestens zu verstehen. Von hier sind das zu Fuß noch 10 Minuten bis zur Höhle, wenn Sie noch da sind. Wenn nicht, so wird Nachricht bei Hanka auf der Sumpfinsel sein. Geh nicht auf Sichtweite. Bleib auf Abstand mit den Ohren. Komm. Das ist der Text, den unser Chef gestern schon angekündigt hat. Mein Gott, das ist doch unmöglich. Wie sollen wir das denn schaffen? Die Eule. Zweimal. Und dann das Kreuzchen. Unmöglich, Heiner. Könnte das nur Jannik? Vielleicht sind es sogar beide. Trotzdem Vorsicht. Unser Gefechtsstand. Echt? Natürlich. Hier. Oh. Oberfeldwebel Hagen,
Und Unteroffizier Moll. Mhm. Zum ersten Mal echte Papiere. Die Marschbefehle können wir aus unseren Beständen immer wieder ergänzen. Zum ersten Mal, seit wir abgeschossen wurden, sind wir alle beisammen. Wir haben viel Neues, Georg. Wir bringen auch eine Spur. Nur kleine, aber Spur. Начнем с работы, товарищи. Das ist der Funkspruch. Das ist Befehl für uns. Gekommen vor 10 Minuten. Ihr habt noch 7 Tage Zeit, das Archiv zu finden. Dann wird es zu spät sein. Was heißt das? Dann wird es zu spät sein. Jetzt beginnt der Wettlauf mit der Zeit.